Um bei einem Überfall schneller reagieren zu können, blieben Taxifahrer bei der Einführung der Anschnallpflicht ursprünglich außen vor. Im Zweifelsfall können sie sich wehren oder schneller aus dem Auto flüchten. Doch ist es damit um ihre Sicherheit wirklich besser bestellt? Das Bundesverkehrsministerium hat die seit Jahren ausgesprochenen Mahnungen von Ärzten und Polizisten nun genauer untersucht und festgestellt, dass es im Jahr 2013 bundesweit exakt 244 Überfälle auf Taxis gab. Mehr als 10-mal so viele Taxifahrer wurden jedoch im gleichen Zeitraum bei Verkehrsunfällen verletzt. Deshalb soll die Ausnahmegenehmigung für Taxifahrer nun bald der Vergangenheit angehören. Viele Betroffene finden das nicht gut. Die hat ja seinen Grund gehabt, dass wir uns, wenn wir besetzt sind, nicht anschnallen. Wenn wir leer sind, müssen wir uns ja eh anschnallen. Und das mit dem Besetzen, das hat ja seinen Grund. Das kann ich Ihnen vorführen. Ich tue mein Gurt da hinten und ich habe da hinten zwei Fahrgäste und vorne einen sitzen. Und der von hinten kommt, greift vier und fertig bin ich. Was soll das? Deswegen ist ja das eingeführt. Warum soll man das jetzt auf einmal ändern? Ich habe einmal einen Unfall gehabt und dort mich durch die Scheibe ausgehauen. Und wenn es mich da nicht ausgehauen hätte, dann war ich da gewesen. Und seitdem verschnallen wir sowieso nicht gerne. Bewegungsfreiheit und an sich irgendwie, damit man halt ein bisschen mehr reagieren kann, wenn der Fahrgast da ist. Es gibt allerdings auch Taxifahrer, die eine Neuregelung begrüßen. Es ist auch für die Sicherheit von uns gut. Und wenn tatsächlich einer eine über drüben hauen will, dann haut er das mit oder ohne Gurt um mich. Meine Meinung. Und ich schnall mich grundsätzlich an. Na, und also ich bin schon dafür, dass sie das machen sollen. Vertreter der Rettungsdienste wie Martin Schmauser vom Bayerischen Roten Kreuz plädieren eindeutig für die Einführung der Anschnallpflicht. Ich habe mir die Ausnahmeregelungen angeschaut und es gibt verschiedene, nicht bloß Taxifahrer, auch Omnibusfahrer haben Ausnahmeregelungen. Verschiedene Gründe, ich kann es nicht nachvollziehen, dass es so ist. Er verstehe zwar die Angst vor Überfällen, so Schmauser, das Risiko eines schweren Unfalls sei aber trotzdem um ein Vielfaches höher. Wir sehen es halt immer wieder, welche Verletzungen auftreten, wenn Menschen nicht angeschnallt sind. Das sind halt Verletzungen, die knallen mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Die klassische Verletzung früher, die wir fast gar nicht mehr sehen aufgrund der Gurtpflicht, ist die schwere Brustkorbverletzung auf das Lenkrad. Und wenn es ganz blöd geht und das zum Beispiel ein Überschlag ist mit dem Auto, dann werden die Leute, wenn sie nicht angeschnallt sind, auch aus dem Auto rausgeschleudert. Und das sind dann ganz, ganz gravierende Verletzungen, die sehr oft tödlich enden. Argumente, die für das Bundesverkehrsministerium anscheinend den Ausschlag geben. Noch heuer soll die neue Verordnung zur Anschnallpflicht der Taxifahrer in Kraft treten.